Thank you, Mr. Chairman. First of all, I thank you very much for your invitation and the kind introduction. And at the same time, I hope that you understand that and why I speak German instead of English. German is still the official language of this country, at least the most spoken language of this country. By the way, not only of this country, it's still the most spoken mother language of the European Union. And as I'm personally engaged in maintaining this position, even in the context of the European Union, which is not an easy job, by the way, I think I should follow my own advices as far as the opportunities to speak German is concerned. Meine Damen und Herren, ich bin nicht ganz sicher, ob ich in der Erwartung eingeladen worden bin, Ihnen einige tröstliche Perspektiven für das Thema dieser Konferenz aus der Sicht eines real existierenden Parlaments vermitteln zu können, oder ob mich die Veranstalter eher als abschreckendes Beispiel eingeladen haben. In der unterschwelligen, ja auch nicht ganz abwegigen Vermutung, dass es doch vor allem die Parlamente seien, die über Art und Ausmaß der Regulierung in einem Land entscheiden. Zunächst beeindruckt mich im Übrigen sehr, dass Sie die Ernsthaftigkeit der Beschäftigung mit dem Thema Ihrer Konferenz selbst auf dieses festliche Dinner erstrecken und nicht nur, was vielleicht nicht vermeidbar war, überhaupt eine Dinner-Speech zugelassen haben, sondern sich auch noch eine zum Thema zumuten lassen wollen. Das könnte man schon fast für ein Beispiel für Überregulierung halten. Was ich aber jetzt jedenfalls mit Blick auf die Abendveranstaltung nicht ohne Not vertiefen will. Ich möchte beginnen mit einigen Hinweisen zum heutigen Datum. Am 10. Dezember 1520, das ist eine Weile her, hat Martin Luther in Wittenberg die päpstliche Bulle Exsurge Domine verbrannt, die ihn zum Ketzer erklärt hat, und hat damit den Bruch mit der Kirche in Rom vollzogen. Am 10. Dezember 1799 hat Frankreich sich als erstes Land förmlich für die Einführung des metrischen Systems entschieden. Am 10. Dezember 1900 hat der liberale Abgeordnete David Lloyd George im britischen Unterhaus den Antrag eingebracht, Minister sollten weder direkt noch indirekt an Firmen beteiligt sein, die sich um Staatsaufträge bewerben. Der Antrag, der sich vor allem gegen den amtierenden Kolonialminister Joseph Chamberlain richtete, wurde mit 269 zu 127 Stimmen abgelehnt. Was die britischen Kollegen nicht überraschen wird, so funktionieren üblicherweise parlamentarische Entscheidungen, schon gar, wenn sie aus durchsichtigen Gründen von der jeweiligen Opposition eingebracht werden. Am 10. Dezember 1929 ist in Deutschland das Opiumgesetz in Kraft getreten, der Vorläufer unseres Betäubungsmittelgesetzes. Seitdem ist bei uns auch Cannabis verboten. Am 10. Dezember 1948 schließlich hat die UN-Generalversammlung die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet.
Am 10. Dezember 2007, also heute, sind die Medien in Deutschland mit der Frage beschäftigt, ob und gegebenenfalls wie durch gesetzliche Regulierung tatsächliche oder vermeintliche Maßlosigkeit bei Managergehältern und oder Abfindungen begrenzt oder verhindert werden können. Meine Damen und Herren, allesamt Beispiele für Regulierung oder Deregulierung, gesetzliche oder angestrebte, gesetzliche, jedenfalls verbindliche Regelungen. Und die durch dieses Datum gegebene Zufälligkeit der genannten Beispiele macht auch in der Bandbreite der vorgetragenen, stattgefundenen Ereignisse Glanz und Elend von Regulierungsabsichten einigermaßen deutlich. Eine der zentralen Fragen dieser Konferenz, How to be a good Parliament, ist an diesen wie an manchen anderen Beispielen mühelos zu illustrieren. Ich will den Versuch unternehmen, meine Einschätzung der Relevanz und der Entwicklung dieses Themas mit einer Handvoll zugespitzter, eher thesenartiger Bemerkungen zu verdeutlichen, zumal wir schon jetzt hinter dem Ablaufplan sind, den mir der Veranstalter freundlicherweise zur Orientierung der eigenen Rede mit auf den Weg gegeben hatte. Und ich will versuchen, dieses Zeitmaß jedenfalls nicht ohne Not weiter zu strapazieren. Meine erste Bemerkung betrifft den Begriff Regulierung und Deregulierung. Wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, ist der Begriff Deregulierung als politische Zielvorgabe ähnlich schnell von der Agenda wieder verschwunden, wie er geradezu schicksalhaft, wie ein Naturereignis auf die politische Tagesordnung geraten war. Und mein persönlicher Eindruck ist, das eine ist so vorschnell wie das andere. So voreilig wie die damalige Begeisterung war, Deregulierung, Verzicht auf Regulierung, für den scheinbar letzten Maßstab der Reife eines politischen Systems zu erklären, so übereifrig scheinen mir manche heutige Bemühungen, sich von diesem Ziel eher klammheimlich wieder zu verabschieden und zu sagen, naja, so geht's wohl auch nicht. Es geht nicht darum, auf Regulierung zu verzichten, sondern better regulation. Bessere als was eigentlich? Vorhandene, mögliche, vorgeschlagene Regulierung zu ermöglichen. Die zweite Bemerkung, die ich gleich anschließen möchte, betrifft die Rolle der Parlamente. Angemessene, vernünftige Regulierung ist weder allein eine Aufgabe der Parlamente, noch beschränkt sich die Funktion von Parlamenten auf Regulierung, / Gesetzgebung. Mir liegt ein bisschen daran, auch wenn dieser Hinweis nur begrenzt originell ist, keinen allzu engen Kausalzusammenhang zwischen Parlamenten und Regulierungsaktivitäten zuzulassen. Zumal ich vermute, dass nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland ganz gewiss, ein jedenfalls ähnlich beachtliches Ausmaß an Regulierung jenseits unmittelbarer parlamentarischer Aktivitäten stattfindet, nämlich durch den Verordnungseifer einer Ministerialbürokratie, auch wenn, das muss der guten Ordnung halber dann gleich hinzugefügt werden, Verordnungen auch nicht gewissermaßen frei geschöpft werden können, sondern regelmäßig,
jedenfalls eine gesetzmäßige Grundlage benötigen. Dennoch will ich mal meine persönliche Vermutung zu Protokoll geben, dass vom Umfang der geschriebenen Texte her, da kann der Herr Ludewig wahrscheinlich mit präziseren Auskünften behilflich sein, falls er die heute Nachmittag nicht schon vorgetragen hat, dass vom Umfang der geschriebenen Texte her das Volumen der Verordnungen, das Volumen der Gesetzgebung locker überbietet. Drittens. Das Volumen der Gesetzgebung, einschließlich der Verordnungen, also das Volumen der Regulierung, ist ohnehin weder das einzige Indiz noch ein ausreichendes Kriterium für das Ausmaß an Regulierung. Man kann sich mühelos sowohl Regulierungen vorstellen, die für die Adressaten der jeweils getroffenen Regelungen den Aufwand gegenüber dem Status quo verringern, wie es zugegebenermaßen und regelmäßig mit Regulierungen regelmäßig verbunden ist, dass daraus sich für die jeweiligen Adressaten Verpflichtungen ergeben. Das gilt im Übrigen nicht nur, aber sicher auch für die Wirtschaft, die unter allen Adressaten von Regulierung sicher die sensibelste Kundschaft darstellen. Möglicherweise, das sage ich jetzt ohne jeden polemischen Unterton, würden wir bis heute über das Thema Regulierung nicht in der Weise gründlich miteinander reden, wie wir das längst tun, wenn sich aus der Perspektive der Wirtschaft nicht längst sozusagen eine Frustrationsschwelle ergeben hätte, über die hinaus man das nicht weiter treiben lassen wollte. Beim Staatsbürger als Adressat von Gesetzgebung und Regulierung kann ich ein vergleichbares Maß an Reflexen, an ausdrücklichem Widerstand gegen zugemuteter Regulierung nicht in ähnlicher Weise erkennen. Viertens, die Verweigerung von Gesetzgebung ist gelegentlich der bestmögliche Beitrag zu angemessener Regulierung. Ich sage das in einem Land, in dem es zu einem festen Bestandteil der politischen Kultur gehört, einen Sachverhalt überhaupt erst dann für geregelt zu halten, wenn er in Gesetzesform gegossen ist. Ich weiß nicht, ob und welche anderen Länder in Europa in dieser Mentalität mit uns konkurrieren können oder wollen. In Deutschland jedenfalls ist diese Attitüde außerordentlich weit entwickelt. Geregelt ist ein Thema, ein Problem erst dann, wenn es dafür eine Gesetzeslösung gibt. Mit der übrigens regelmäßigen Folge, sich anschließend über die Regulierungswirkungen dieser Gesetzeslösungen bitter zu beklagen. Und auch und gerade deshalb halte ich das ausdrücklich fest, dass gelegentlich die Verweigerung von Gesetzgebung der bestmögliche Beitrag zu angemessener Regulierung ist. Einer uralten, aber immer noch richtigen Empfehlung des französischen Staatsrechtlers und Philosophen Montesquieu folgend: Wenn es nicht unbedingt nötig ist, ein Gesetz zu machen, ist es unbedingt nötig, kein Gesetz zu machen. Fünftens, ich bestätige gerne und freiwillig, dass ich die regulatorischen Regierungsprinzipien, die die OECD definiert hat, für goldrichtig halte, nämlich in Bereichen zu deregulieren, wo der Markt besser als der Staat arbeitet, gut zu regulieren, also zu regulieren, wo Märkte nicht ohne staatliche Eingriffe funktionieren, Systeme zu schaffen, die sicherstellen,
dass Gesetze kohärent sind und gut umgesetzt werden und schließlich dafür zu sorgen, dass die Regulierung auf eine Weise zustande kommt, die demokratischen Prinzipien entspricht. Auf diese Grundsätze kann man sich, hat man ja auch offenkundig, sich relativ schnell verständigen. Einmal mehr erweist sich die Implementierung solcher Prinzipien als mit Abstand schwieriger als die Formulierung solcher Grundsätze. Denn der Lackmustest auf die Einhaltung dieser Prinzipien findet täglich statt und er findet nicht abstrakt statt, sondern immer auf der Basis konkreter Anforderungen von Tages- oder jedenfalls aktuellen Diskussionen, wie ich zuletzt in meinen einführenden Bemerkungen mit der gegenwärtigen Diskussion über mögliche Regulierungen in der Definition von Manager gehalten oder Abfindungen verdeutlicht habe. Sechstens, Privatisierung ist sicher eine interessante Variante zur angemessenen Regulierung von Aufgabenfeldern. Bei genauem Hinsehen ist Privatisierung aber eben nicht eine Alternative zur Regulierung, sondern eine Variante der Regulierung. Und in nicht wenigen Fällen, vielleicht sogar in der Regel, ist sie zunächst mit einer Vermehrung gesetzlicher Veränderungen und Vorschriften verbunden. Als wir in Deutschland die Telekommunikation privatisiert haben, war dies im Ergebnis mit einer Serie von Gesetzgebung verbunden. Seit der Privatisierung dieser nun nicht unbedeutenden Branche ist der Regulierungsaufwand definiert in Gesetzgebung um 70% gestiegen. Das ist ja mal eine Größenordnung, die jedenfalls gegenüber der treuherzigen Vorstellung immunisieren sollte, man könne sich den Regulierungsaufwand gewissermaßen prinzipiell dadurch vom Leibe halten, dass man anstelle der öffentlichen Wahrnehmung von Aufgaben private Wahrnehmung vereinbare oder empfehle. Siebtens, da ich ja hier nicht gewissermaßen für die Parlamente als solche, weder in der EU noch darüber hinaus, reden kann, sondern wenn überhaupt aus der Erfahrung des eigenen Parlaments, will ich Ihnen auch die Erfahrung nicht unterschlagen, dass in Deutschland die Durchführung und Ankündigung der Privatisierung bislang oder in der Vergangenheit öffentlich wahrgenommene Aufgaben die Vorliebe der Öffentlichkeit für staatliche Verantwortung nicht vermindert, sondern gefördert hat. Das ist die reine Wahrheit. Wir haben in den vergangenen Jahren eine Reihe von bedeutenden Branchen und Wirtschaftsbereichen privatisiert. Und wir haben, ohne dass ich da jetzt einen zu simplen Kausalzusammenhang herstellen will, jedenfalls als aktuelles Meinungsbild in Deutschland, eine wachsende Präferenz für die öffentliche Wahrnehmung relevanter Aufgabenfelder. Und bei den Anhängern der großen Parteien, die, wie Sie wissen, im Augenblick in Deutschland auch gemeinsam die Regierung bilden, ist diese Präferenz besonders stark ausgeprägt. Sie ist im Übrigen beinahe identisch hoch ausgeprägt. Nach den jüngsten Meinungsumfragen zu diesem Thema sind sich 72% der SPD-Wähler und 71% der Unionswähler, das ist in der Marge sozusagen der Zufälligkeit bei solchen Umfragen, darin einig,
dass Bahn, Post, Energieversorgung beim Staat besser aufgehoben sind als in privaten Händen. Diese hohe Präferenz für staatliche statt private Aufgabenwahrnehmung wird im Parteienspektrum Deutschlands nur noch überboten von den Wählern der Linkspartei, also der Nachfolgeorganisation der früheren kommunistischen Partei in der DDR. Die sind zu 76% der Meinung, dass das selbstverständlich nicht privat, sondern öffentlich organisiert gehört. Das ist ein Punkt, den ich schon unserer gemeinsamen Aufmerksamkeit empfehle, und zwar auch dann, wenn man mit beachtlichen Gründen im Ergebnis zu anderen Schlussfolgerungen neigt. Denn ein Politikum ist das allemal. Und unter den Bedingungen eines politischen Systems, in dem am Ende Entscheidungen nicht durch Wahrheitsansprüche zustande kommen, sondern durch den Nachweis vorhandener Mehrheiten, entscheidet sich über Letztere, ob und welche Entwicklung tatsächlich stattfinden und nicht durch das Selbstbewusstsein real existierender Parteivorsitzende oder Kabinettsmitglieder. Dass in Deutschland zwischen 97 und 90% der Bevölkerung Polizei, Gerichtswesen, Strafvollzug oder Finanzverwaltung sich nicht privatisiert vorstellen können, ist nicht weiter überraschend. Dass aber weit mehr als 2/3 der Bevölkerung sich auch nicht vorstellen können oder wollen, dass Schulen, Universitäten oder Krankenhäuser privat organisiert sein könnten, macht deutlich, wie heftig die Präferenzen sind, von denen ich hier im Augenblick berichte. Achte Bemerkung. Eine der größten Herausforderungen der Globalisierung, mit der wir alle unvermeidlich konfrontiert und befasst sind, ist die wachsende Diskrepanz zwischen der Notwendigkeit weitreichender Deregulierung, um Globalisierung überhaupt möglich zu machen, und der Erwartung der Öffentlichkeit einer möglichst weitgehenden staatlichen Regulierung. Mit und ohne ausdrücklichen Verweis auf Globalisierung und die damit verbundenen Herausforderungen erwarten mehr als 2/3 der Menschen in diesem Land und damit auch 2/3 der in diesem Land wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, dass der Staat durch Regulierung sie vor den absehbaren und nicht absehbaren Folgen einer zwar als unvermeidlich, aber zugleich als bedrohlich empfundenen Globalisierung schützt. Und auch hier empfehle ich uns wechselseitig dringlich, nicht nur die Frage zu stellen, ob das eine realistische Erwartung ist, vermutlich eher nicht, sondern auch mit der Frage, ob sich eigentlich ein politisches System, ein Parlament, Regierungen, miteinander konkurrierende Parteien erlauben können, eine solche Erwartung schlicht nicht zur Kenntnis zu nehmen. Ganz sicher noch weniger. Neuntens, wie geht ein Parlament mit dieser Situation um? Wie nimmt es seine Aufgabe der Regulierung von Sachverhalten wahr, im Sinne des Anspruchs, unnötige Regulierung zu vermeiden
und unvermeidliche, notwendige Regulierung so sachgerecht und gleichzeitig so begrenzt wie eben möglich vorzunehmen. Wir haben dazu im Deutschen Bundestag, wie andere Parlamente auch, eine Vielzahl von Methoden und Verfahren entwickelt, die zum Teil ganz unmittelbar und zum Teil indirekt Einfluss auf Art und Umfang und Ausmaß der Regulierung haben. Das gilt sowohl für Anfragen des Parlaments gegenüber der Regierung, den jeweiligen Ministerien in ihren Verantwortungsbereichen, wie für Anhörungen von Experten in dafür jeweils zuständigen Fachausschüssen des Bundestages, die Beauftragung von Gutachten zur Beschreibung des Regelungsbedarfs und auch der Regelungsmöglichkeiten eines für wichtig gehaltenen Themas, der Möglichkeit der Befristung von Regulierungen, von der jedenfalls in sehr viel stärkerem Maße heute Gebrauch gemacht wird, als das gewissermaßen früher üblich war und möglich war, bis hin zur inzwischen immer häufiger in gesetzliche Regelungen eingeführten Verpflichtung zur Evaluierung der gefundenen Regulierung, die sich dann wiederum in einer, den Regulierungsaufwand unseres Systems im Ganzen natürlich eher befördernden als begrenzenden Flut von Berichterstattung niederschlägt. Ich habe mich vorsichtshalber gar nicht erkundigt, wie viele sicher Hunderte der Ministerialbeamten in den Ministerien der Bundesregierung alleine mit der Abfassung der Berichtspflichten voll ausgelastet sind, die als Folge der Evaluierungsvereinbarung in regelmäßigen Abständen von der Regierung gegenüber dem Parlament zu erledigen sind. Eine der wichtigsten Aspekte für die Einschätzung und den vorgesehenen weiteren Umgang mit neuen oder jedenfalls für besonders relevant gehaltenen Themen ist die Einsetzung von Enquete-Kommissionen, also gemeinsamen Kommissionen von Mitgliedern des Parlaments mit dafür bestellten ausgewiesenen Sachverständigen. Seitdem es dieses Instrument gibt, seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, hat der Deutsche Bundestag 34 solche Enquete-Kommissionen eingerichtet. Mein jetzt nicht im Einzelnen durchgeprüfter, aber hinreichend begründeter Eindruck ist, dass die allermeisten dieser Enquete-Kommissionen am Ende zusätzliche Regulierung verursacht haben. Ich werde morgen den Abschlussbericht der letzten dieser 34 bisher eingerichteten Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages entgegennehmen. Das ist eine Enquete-Kommission zum Thema Kultur in Deutschland. Und die haben schon angekündigt, dass sie in ihrem 1200 Seiten dicken Schlussbericht 260 Empfehlungen formuliert haben. Dass die allesamt oder auch nur die Mehrheit davon ohne förmliche Regulierung mal ebenso als gedankliche Anregung gedacht sein, kann ich mir nach stattgefundenen Erfahrungen der Vergangenheit gar nicht mehr vorstellen. Das führt mich zu meiner 10. und abschließenden Bemerkung, die Maßstäbe betrifft, unter denen man mit diesem Thema umgehen kann und sollte. Ich bin da im Laufe der Zeit sehr nüchtern geworden. Einmal deswegen, weil ich nicht erkennen kann, dass es die unzweifelhaft objektiven Maßstäbe überhaupt gäbe. Und zweitens, weil zu offensichtlich ist, was denn der Regelfall des Ausgangspunktes eines Regulierungsvorgangs ist.
Es ist in eher 9 von 10 Fällen ein ganz konkretes Interesse. Und es ist eben nicht, wie weit vermutet, der unaufhaltsame Kreativitätstrieb der Ministerialbürokratie, sich zu allem und jedem neue oder ergänzende oder weiterentwickelte Regulierungen einfallen zu lassen. Sondern es ist die Konfrontation von Teilen der Gesellschaft mit alten und neuen Problemen, die regelmäßig und reflexhaft zu der Erwartung führt, dass sich der Staat in welcher Weise auch immer gefälligst darum kümmern solle. Ich werde nie vergessen, zu welchem einschlägigen Ergebnis die verzweifelte Wut unseres damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl führte, der einer tatsächlichen oder vermeintlichen Regulierungswut der Europäischen Union gegenüber den Auftrag erteilte, nun mal den Nachweis zu führen, wer eigentlich verdammt nochmal die Initiative zu dieser und jener schwachsinnigen Regulierung ergriffen habe. Und nachdem sich dann dieser Rechercheauftrag über Monate durch die Bundesministerien verschleppte, war das deprimierende Resultat, dass die große Mehrzahl dieser Initiativen auf den Wunsch von deutschen Unternehmen und deutschen Wirtschaftsverbänden zurückzuführen war. Die jeweils in der Wahrnehmung ihrer ganz konkreten, natürlich legitimen Interessen an Regulierungen interessiert waren. Was sie selbstverständlich keinen Augenblick daran hindert, das dadurch entstehende Gesamtmaß an Regulierung für eine völlig unzumutbare Belastung zu erklären. Also ich glaube schon, dass man gerade gegenüber der insoweit ganz gewiss zu Unrecht beschimpften Bürokratie die tatsächlichen Verantwortlichkeiten für die Eigendynamik von Regulierungsprozessen in Erinnerung rufen muss. Und das Parlament befindet sich ähnlich wie die Regierung da in einer Funktion eines Transmissionsriemens, dass sie natürlich nicht aus der Verantwortung entlässt, sich ein eigenes Urteil darüber zu bilden, ob überhaupt eine Regulierung notwendig ist und geschweige denn in welcher Weise sie denn vielleicht erfolgen sollte. Aber die Vorstellung, man könne sich gegenüber diesen Erwartungen völlig resistent verhalten, widerspricht der simplen Logik eines demokratischen Systems, dass die Verteilung von politischen Ämtern und Verantwortlichkeiten nicht einer höheren Weisheit folgt, sondern den tatsächlichen Mehrheitsverhältnissen in Wahlen. Nun hatte mich der Veranstalter ermutigt, ich möchte über das Thema hinaus vielleicht ein paar Bemerkungen machen, zu solchen nicht unmittelbar mit dem Thema, aber indirekt vielleicht doch damit verbundenen Fragen, wie Dauer der Legislaturperiode und plebiszitäre Voten und Bündelung von Wahlen, was ich nun eher nicht tun will, sowohl mit Blick auf das Zeitmanagement für den heutigen Abend, als auch eine zu all diesen Themen sehr kontroverse Debatte, die wir dazu in Deutschland auch zwischen und in den politischen Gruppierungen haben. Mindestens den einen Hinweis will ich als ganz subjektive persönliche Meinung geben. Der Glaube, man könne irgendeiner dieser hochkomplexen Zusammenhänge durch Plebiszite sachgerechter lösen als durch parlamentarische Entscheidungsprozesse, ist nach meiner persönlichen Überzeugung bestenfalls gut gemeint, aber sicher nicht wirklichkeitsnah.
Ich bin persönlich auch und gerade mit Blick auf die Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland fest davon überzeugt, bei einer Verschiebung der Zuständigkeiten in der abschließenden Entscheidungskompetenz zwischen Parlamenten auf der einen Seite und möglichen Plebisziten auf der anderen Seite würden wir weder weniger Regulierung bekommen noch better regulation. Und für nahezu alle Richtungsentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, von der Entscheidung für ein marktwirtschaftliches System angefangen, der Integration in ein westliches Verteidigungsbündnis und in einen großen gemeinsamen europäischen Markt, bis hin zum berühmt-berüchtigten NATO-Doppelbeschluss, ohne den es den Erosionsprozess im sozialistischen Ostblock schwerlich gegeben hätte und damit eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Überwindung der Teilung Europas und die Wiederherstellung der deutschen Einheit, für nahezu alle relevanten Richtungsentscheidungen der letzten 50 Jahre hätte es in Plebisziten nicht den Hauch einer Chance gegeben, Mehrheiten zu bekommen. Das macht die Entscheidungen von Parlamenten im Einzelnen nicht besser, als sie gelegentlich sein mögen. Aber es verdeutlicht vielleicht doch, dass sie als Institution im Großen und Ganzen besser sind als ihr lausiger aktueller Ruf. Und was das große Thema dieser Konferenz angeht, ist mir die Schwierigkeit sehr bewusst, die sich aus dem Ehrgeiz ergibt, ein solches Thema nicht nur miteinander auf möglichst hohem Niveau zu diskutieren, sondern möglichst aus zu Schlussfolgerungen zu treiben. Ohne ein Mindestmaß an Formalisierung laufen Einsichten Gefahr, folgenlos zu bleiben. Und je mehr man selber Opfer des Ehrgeizes wird, die Einsichten nicht folgenlos bleiben zu lassen, also zu formalisieren, desto mehr trägt man zu dem Maß an Regulierung bei, das man dann wiederum eher als Problem empfindet und nicht als Lösung. Und deswegen glaube ich, ist das, worum es im Kern gehen muss, nicht nur bei einer solchen Konferenz, aber hoffentlich auch bei einer solchen Konferenz, Mentalitäten zu verändern. Das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass nicht die einzig mögliche Lösung eines wie auch immer ermittelten Problems darin besteht, es in Standardisierungen zu bringen. Sondern das, wie ich das vorhin im Blick auf die Rolle von Parlamenten formuliert habe, gelegentlich auch die Verweigerung von Gesetzgebung, von Regulierung, der angemessene Umgang mit einem Thema sein kann. Ich wünsche Ihnen guten Appetit für den Hauptgang, der Ihnen jetzt endlich bevorsteht. Ich wünsche Ihnen für Ihre Konferenz viele interessante Diskussionen und hoffentlich wechselseitig verwertbare interessante Ergebnisse und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.